Heute haben wir ein Thema, mit dem nicht nur ich mich lange befasst habe, sondern auch Alf. Wir haben da beide in allen möglichen Bereichen früher geforscht und ich habe dazu mehrere Aufsätze geschrieben und aus dem ersten möchte ich mal kurz was vorlesen und den habe ich überschrieben mit Die Magie der Sprache. Die vedischen Menschen besaßen eine gemeinsame Sprache. Diese Sprache begleitete eine ganz bestimmte Grundschwingung. Hier stimmten Denken, Gefühle und gesprochenes Wort noch überein. Oft musste man nicht einmal sprechen, weil die Grundschwingung schon den Gefühlen zu entnehmen war und die Menschen sich auch ohne die Sprache austauschen konnten. Sie nutzten beides. Das merken auch viele, die eine sehr innige Beziehung mit einem Partner haben. Der weiß oft schon vorher, allein über die Gefühle, die ausgesendet werden, was der andere sagen will. Wobei das Denken nicht nur in Bildern, sondern eben auch mit den Worten der Ursprache vonstatten ging. Insofern entspricht jeder Gedanke neben den Gefühlen auch dem Wort. Man spricht die Worte ja nicht nur, sondern denkt auch meist den Worten. Die gedachten Worte sind neben den Gefühlen die Grundlage des Schöpfungsprozesses. Die meisten Erwachsenen haben die mentale Art des Gedankenaustausches verloren, während Kinder es oft noch können. Das erinnert mich an eine Zeit, wo Simon noch klein war und wir waren in Österreich in einem Hotel. Dort war zur gleichen Zeit ein italienischer Junge und die beiden haben den ganzen Tag miteinander gespielt. Du guckst mich immer so an, als wüsste ich das noch. Weißt du das nein, nicht? Nee. Absolut. Das kenne ich nicht. Das war so faszinierend, Simon. Du hast ihr habt den ganzen Tag miteinander geredet, er Italienisch, du Deutsch, aber ihr habt euch verstanden. Egal wie, ich war vielleicht 3 oder 4 Jahre alt. Ja? Entschuldigung, dass ich mich nicht daran erinnere. An die Kommunikation. Und ich war sprachlos, wie gut ihr euch verstanden habt. Und gab es es kamen mal Missverständnisse vor, wo irgendwas nicht ganz klar war, dann seid ihr zu der Tante von dem Jungen gegangen, die sprach nämlich Deutsch. Und Italienisch. Und Italienisch, natürlich. Sie war ja Italienerin, ja. Und, es war, also für mich war das eines der faszinierendsten Beispiele, wie zwei Menschen, die völlig unterschiedliche Sprachen sprechen, den ganzen Tag miteinander spielen können, ohne dass großartige Missverständnisse aufkommen, ja. Doch, was ist passiert mit unserer Sprache, dass wir diese Grundsprache völlig vergessen haben? Ja, und jeder kennt ja aus der Bibel den Turmbau zu Babel. Babel bedeutet übrigens Haus des Ortes oder Ort des Verwirrens. Ja. Babel? Ja. Babel bedeutet Haus oder Ort des Verwirrens. Auch schon vor dem Turmbau? Also jetzt mal, oder ist es synonym dafür? Nein, es gab keinen Ort, der Babel hieß. Es gab Babylon. Ja? Mit Babylon endete die gemeinsame Sprache der Menschen. Die Bibelgeschichte erklärt sehr anschaulich, was damals geschehen ist. Und je älter die Bibelübersetzung ist, umso unverfälschter kann man diese Geschichte lesen. Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Heißt es. Und später, aufsteigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen verstehe. Ja, tatsächlich, in den ursprünglichen Schriften, die direkt aus dem Aramäischen oder Hebräischen übersetzt sind, steht tatsächlich wir und nicht Gott. Also nicht Gott hat unsere Sprache verwirrt, sondern eine Gruppe von Menschen, die sich wir nennen. Ja. Das wurde erst im Laufe der Zeit auf der Herr verändert. In den heutigen Ausgaben steht der Herr, hat die Sprache verwechselt. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das lautet, zuerst verwirren Sie die Worte, dann verwirren Sie die Begriffe und schließlich verwirren Sie die Sachen. 1919, das ist jetzt eine sehr spannende Sache, das haben Alf und ich damals recherchiert. 1919 fanden eine Psychologin und ein Klangtechniker eine bestimmte Wellenlänge, auf
der beide ihre Gedanken stets ohne gesprochene Worte austauschen konnten, vor allem wenn bei ihnen Gefühle und gedachte Worte übereinstimmten. Obwohl sie den Frequenzbereich nicht exakt ermitteln konnten, es gibt dafür bis heute keine Messgeräte oder Werte, bemerkten sie in einem ultravioletten Farbspektrumsbereich eine Gehirnsogwelle, so nannten sie das, die ihnen ihre Gedanken gegenseitig zufließen ließen. In einer merkwürdig pfeifenden Art. Eine Abteilung der damaligen Frielgesellschaft wollte dieses Phänomen erforschen, erhielt aber bald keine Gelder mehr dafür. Das wollte man nicht. Ja. Auch hier wurden Worte übertragen, die im anderen Bilder hervorriefen. Das Wort ist demnach eng verbunden mit dem entsprechenden Bild. Wenn die Sprache zumindest noch einigermaßen stimmt und auch die Gefühle, die ihr hinterlegt sind, zu dem Wort passen. Wir merken ja ganz oft bei Menschen, die irgendwelche Reden halten, da stimmt Gefühl und Wort überhaupt nicht mehr überein. Und das spürt jeder Mensch. Anastasia beschreibt das ja, als sie von Schauspielern oder von Künstlern, speziell redet und sagt, also wenn es Menschen unter, wo ist sie bei 20% bei den 10% von Gefühl oder ich muss die Prozent sein, müsste ich nachgucken, aber wo es übereinstimmt, Wort und Gefühl, die gelten als Genies, weil alle anderen das also überhaupt nicht mehr hinkriegen irgendwie. Ja. Ja. Unsere gemeinsame Ursprache wurde also verändert. Warum das geschah, sagt die Bibel ebenfalls. Die Menschen waren zu mächtig, jedoch nicht für Gott, sondern für eine Gruppe, die in den ursprünglichen biblischen Schriften als wir bezeichnet wurden. Wer das ist, ist eigentlich offensichtlich. Anastasia beschreibt in ihren Büchern, dass es einen Oberpriester gab, der alles daran setzte, die Gedankengeschwindigkeit der Menschen zu verlangsamen, damit er alles vorausplanen und die Menschen lenken kann. Das geschah als erstes über die Ernährung und danach über die Sprache. Zu Zeiten des Turmbaus zu Babel lebten viele Menschen schon nicht mehr in ihrem Raum der Liebe und waren nun anfällig für diese Manipulationen seitens der Priesterschaften. Mein Mann, also Alf, hat sich als Mitglied eines Ordens namens Mola über Jahre hinweg intensiv mit dem Thema Sprache befasst. Er hat vor allen Dingen die Spracheinflüsse analysiert, der unsere Sprache in der Vergangenheit ausgesetzt war und heute immer stärker ausgesetzt ist. Und er kam zu einem fatalen Ergebnis. Die heutige gebräuchliche Sprachmatrix eines 18-Jährigen... Die ganze Zeit knistert, das ist ganz grausam. Ah, okay, ganz grausam. Gut. Entspricht etwa der eines 10-Jährigen von vor 2500 Jahren. Und die Schwingungsfrequenz der heutigen Lautgebung entspricht der eines erregten Pavians. Wie war das, was entspricht der eines 10-Jährigen? Also die heute gebräuchliche Sprachmatrix eines 18-Jährigen. Matrix, was ist die Matrix? Ja, also das, was du benutzt. Also die Russen sagen dir, dass die in der vierten Klasse, also Ende Grundschule quasi, hätte ein russischer Schüler 40.000 Worte zur Verfügung, ungefähr. Das wäre das, was ein 18-jähriger Abiturient heute bei uns zur Verfügung hat. Ja, ja, deswegen. Also es entspricht also ja Zeit, etwa eines 10-Jährigen von vor 2500 Jahren. Okay. Ja, und die Schwingungsfrequenz der heutigen Lautgebung entspricht der eines erregten Pavians. Das hat man festgestellt. Ja. Das sind nachweisbare wissenschaftliche Untersuchungen über die Schwingungslehre und Frequenzmodulation, wie sie zum Beispiel von Meeresbiologen bei Delfinen und Walen angewendet werden. Oder von Primatenforschern. Dazu hat dann Alf geschrieben im Buch 1, die Offenbarung, der Fortschritt der Menschheit ist ein Abdriften in die Sphären des Realitätsverlustes, wobei gerade dieser Niedergang als erstrebenswerte Evolutionsschiene bewertet wird. Professor Lorenz sagte auf einem Symposium einmal, die Tendenz zur Demenz sinkt in immer jüngere Generationsmitglieder. Bis zu einem Punkt, wo der Wahnsinn gesellschaftliche Methode geworden ist. Diese Worte erinnern mich an einen weiteren Ausspruch Albert Einsteins, der sagte, der geistige Verfall der Menschheit beginnt in der willkürlichen Sprachvermischung, aus der neue, entfremdete Wortschöpfungen entstehen, was ja heute massiv geschieht, und endet im Unverständnis dessen, was der Mensch eigentlich ist.
ein wesentliches Werkzeug zur Erkennung von fehlerhaften, für den Menschen und den gesamten Planetenorganismus nachteiligen Errungenschaften ist eine grundsätzliche Wortkenntnis. Etwas wortwörtlich nehmen heißt, den Bedeutungsinhalt erfassen, um dadurch den Ursprung der Idee auf die Spur zu kommen. Die Reinheit einer Sprache zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Uridee dahinter skizziert und sich ohne Verbiegungen begreifen lässt. Je mehr eine grundsätzliche Sprache einer Idiomsvermischung unterliegt, desto schwieriger wird es dahinter, den greifbaren und ursprünglichen Sinn zu finden. Ist eine Sprache mit vielen anderen Sprachidiomen vermischt, bedarf es zur Entschlüsselung der Ursinnigkeit der Kenntnis aller darin eingemischten Idiome, was sich natürlich als sehr schwierig gestalten kann, wenn es kaum noch Kenner dieser Idiome gibt. Wir kennen alle Menschen, oder wir alle kennen Menschen, deren Reden uns faszinieren, uns mitreißen und in uns sogenannte Aha-Erlebnisse auslösen. Dahinter steckt eine sehr gute Wortkenntnis, die nicht mit Psychologie zu verwechseln ist, sondern da stimmt dann Wort und Gefühl überein. Und wir kennen Menschen, deren Reden uns Angst machen und Sorgen und in uns Gefühle der Machtlosigkeit auslösen. Das ist bewusst angewendeter, negativ-okkulter Wortsprachgebrauch. Auch da können Sie getrost davon ausgehen, dass der Redner dies in voller Absicht so gestaltet. Wahre Kenner der Wortgewalt, ja, da ist das Wort schon drin, und der wahre Kenner der Wortenergie sind zwar unterschiedliche Charaktere, deren die Grund verschieden sind. In der Wortgewalt, zumindest was unsere heutigen Vorstellung von Gewalt damit verbindet, liegt schon die Gewalttätigkeit, das Unterdrücken und die gewaltvolle Ausübung eines Despoten, der die breite Menschenmasse nur befehligen und für eigensüchtige Zwecke missbrauchen will. In der Wortenergie liegt die Energie, eine dynamische, ganzheitliche Schwingung kosmischen Ausmaßes, die neutral und somit nicht zerstörerisch wirkt. Der Wortkenner dieser Energetik wendet sie nicht gegen, sondern führt das Wort einer heilen Natur an. Oder im Schamanismus, auch in der Kosmogenese, sowohl im Schamanismus als auch in der Kosmogenese herrscht diese Energetik sich vor. Darf ich ein Beispiel geben? Ich habe mal ein Buch von einem Spiegelautor gelesen. Entschuldigung. Der sich aber tatsächlich darüber beklagt, welche Worte sie verwenden müssen und der dir dann halt ganz klar sagt, dass dadurch, also so wie sie Artikel schreiben, ne, also wenn du alleine früher, das war sein Beispiel, das Buch ist ein bisschen älter, gesagt hast, das Palästinenser-Problem, hast du ja schon damit ausgedrückt, dass das ein Problem dass, ist. Wer das Problem ist, hast du damit eindeutig ausgedrückt. So, es war eine Floskel, das Palästinenser-Problem. Es gibt überhaupt kein Palästinenser-Problem. Es gibt ein Problem zwischen Palästinensern und Juden. Ja. Das ist etwas völlig anderes. Aber man hat die Juden rausgelassen, die Palästinenser genannt. Ja. So. Also es gibt einfach einen Konflikt zwischen zwei Parteien und das nennt man dann das Palästinenser. Und das, genau. Das ist das Wort Gewalt. Ja, das genau. Ist Gewalt, das ist Wort Unterdrückung, Gewalt. Das Unterdrückung von Informationen durch Benutzung von Worten. Das ist nicht Wortenergie, sondern das ist Wortgewalt. Also wenn man das schon mal unterscheiden kann, ist man schon mal ein Stück weiter. Ja. Wir müssen wieder lernen, unsere Sprache und Wortinhalte wortwörtlich zu nehmen und die Angst vor Unlogik abzulegen. Analogien erwecken zuerst immer den Eindruck von totaler Unlogik, dennoch werden sie in der Psychologie als wichtigstes Werkzeug benutzt, um den menschlichen Geist besser... Ah, da hätte ich jetzt den Text vorher, ich wollte den überspringen. Ja. Ich kann es nicht schneiden, du bist live. Ja, ich lese den Text davor, sonst versteht man das also nicht. Okay. Die wirklich wortgetreuen Übersetzungen von alten Schriften, die Kenntnisse von echten Sprach- und Wortsetzungen, werden rigoros als Hirngespinste oder irreales Gerede unterbunden. Irreal, diese Bezeichnung wird gerne benutzt, um ein Gegenüber schnellstens mundtot und unglaubwürdig zu machen. Aber den tieferen Sinn dieses Wortes sollten Sie nicht durchschauen, denn es bedeutet in der Tat, aus dem Irrationalismus kommend, dem Wesen und Ursprung der Welt des physischen Verstandes unzugänglich. Ja, also das hat
eben nicht, ist nicht mit der Ratio zu erfassen, sondern einfach, ja, mit Gefühl zum Beispiel, ja. Weiß ja auch jeder, welche, also wie viele verschiedene Gefühle, also gibt es, die, die das gleiche Wort quasi auslösen. Ja, ja. Ja. Etwas, das dem Verstand vermeintlich unzugänglich ist, beinhaltet logischerweise ein existentes Etwas dahinter, das einem nur nicht so einfach zugänglich ist. Real existierend ist es allemal. Bedenken Sie bitte schön, dass jede Münze seine zwei Seiten hat, schreibt Alf dazu. Ja. Wir müssen wieder lernen, unsere Sprache und Wortinhalte wörtlich zu nehmen und die Angst vor Unlogik ablegen. Also ruhig auch mal Dinge, die unlogisch erscheinen, überdenken. Ja. Ja. Ich kann nicht oft genug betonen, blicken Sie hinter die Worte, durchleuchten Sie alle Wortinhalte auf das Genaueste und Sie werden sehr bald das Gehör für Wahrheit und Falschheit darin erlangen. Wenn Sie in allem so verfahren, Wort, Sprache und Bild, können Sie lernen, Zusammenhänge und die Intentionen hinter allen Geschehnissen und Planungen erkennen. Sie werden dadurch nicht mehr so leicht erpressbar und können sich von vielen Unterdrückungsmechanismen besser schützen. Dies ermöglicht Ihnen auch eine viel klarsichtigere Lebensplanung und Führung. Und das kann Sie vor Fehlentscheidungen und Fremdbestimmungen besser bewahren. In einem E-Mail-Austausch mit Alf schrieb der Sprachforscher Professor Komski dazu: Wichtig ist bei allen Nachforschungen, die deutsche Sprache eignet sich als Grundvoraussetzung für eine treffende Intonierung der Klang- und Farbenlehre sowie als Schlüssel zum romanischen Zweig der indogermanischen Sprachen. Die deutsche Phonetik ist älter, als wir noch eruieren können. Sie findet sich in einer etwas abgewandelten Intonierung bereits in den Veden mit V. Ja. Noch heute ist die deutsche Intonierung unübertroffen in ihrer wissenschaftlichen Eindringlichkeit und Ausdrucksweise, obwohl sie zum Großteil bereits durchdrungen ist von fremden Sprachsequenzen. Alle Versuche, die deutsche Phonetik in ihren Grundzügen zu verwässern, werden zwar ohne Unterlass unternommen, können sich allerdings nur an der Oberfläche durchsetzen. Etwas Prinzipielles ist unumstößlich. Das trifft auch auf die menschliche Sprachschwingung zu. Sie einzudämmen, heißt eine komplette Ausrottung, was natürlich unmöglich ist, ohne die gesamte Menschheit auszurotten. Ein weiteres Sprachidiom, das sich hervorragend als Dekodierschlüssel für das ursprüngliche Vedisch verwenden lässt, ist das Sibirienrussisch, auch als Komrussisch oder Vetrussisch bezeichnet. Wiederum steht auch diese Sprache auf dem weltweiten Index eines richtigen Sprachgebrauchs, wie das so treffend ein englischer Politiker in Abfälligkeiten bezeichnete. Und das trifft, stimmt mit dem überein, was Alf von Innerer erfahren hat, dass also das Ursibirische und das Althochdeutsche und auch eine Form des alten Sanskrit mit dem Vedischen noch, also dem Vedischen noch sehr nahe kommen. Wenn Professor Komski davon schreibt, dass die deutsche Sprache viel älter ist, als Sprachforscher eruieren können, dann bezieht er sich nicht auf die heutige Form der deutschen Sprache, das ist klar, sondern auf das Althochdeutsche. Das heutige Deutsch hat genauso wenig mit dem Althochdeutschen zu tun, wie das heutige Russisch mit dem Vetrussischen. Wie stark sich die deutsche Sprache verändert hat, zeigt ein Aufsatz von Helge Steinfeder über die althochdeutsche Sprache. Er schreibt, die althochdeutsche Sprache ist noch viel, viel magischer, als sich dies so meines einigen Schuh... als sich dies... Oder es fehlt ein Satz. Also er geht darauf ein, ich erinnere mich noch daran, dass man also die althochdeutsche Sprache ganz bewusst von Schulen und Gymnasien entfernte und sogar, also es wurde sogar empfohlen, teilweise sogar verboten, das zu lehren. Noch. Man drohte den Lehrern, die das damals noch gemacht haben, mit Existenzvernichtung, wenn sie weiter über das Althochdeutsche überreden. Aber kannst du studieren noch, oder? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also Bachelor nicht, okay. Ja, aber also das, ja, natürlich findest du Dinge noch und du kannst es machen, aber es wird immer schwerer. Ich habe ja gerade, ich mach mal weiter. Ja, ich habe das auch gleich. Ich sagte ja schon anfangs, dass zu vedischen Zeiten Gedanke, Gefühl und Urschwingung der Sprache übereinstimmen.
Bei den Menschen, bei denen dies der Fall ist, sind wahre Schöpfer. Sie sind auch in der Lage, durch ihre Gefühle... Falls euch wundert, ich suche ein Buch. Ist alles gut, mach weiter. Ja. Und durch ihre Gefühle, die sie den Worten unterlegten, selbst in einer veränderten Sprache in anderen Menschen Bilder erzeugen, die den Gefühlen ihren Gedanken, ihre Gedanken entsprechen. Noch viel schwieriger ist es jedoch, wenn ein Mensch, der nicht mehr in seiner ursprünglichen Schöpferkraft ist, die ursprünglichen Wortschwingungen nicht mehr kennt, seinen Gedankenflügel verleihen will, da wir durch die ganze Sprachmanipulation die ursprüngliche Bedeutung unserer Worte nicht mehr kennen. Vor allem, wenn es sich um Worte handelt, dessen Sinn bewusst verdreht wurde. Da kann es zu sehr großen Verwirrungen führen. Das Einzige, was ankommt, sind die Gefühle. Stimmen die Gefühle noch einigermaßen mit der Schwingung des Wortes ein, dann ist ein Gespräch möglich. Ja, das war soweit dieser Text. Ach so, nee, noch nicht. Bei bestimmten Worten klappt es fast nicht mehr. Das erste sind all die Worte, die aus der lateinischen Sprache in die indogermanische oder indoeuropäischen Sprachen einflossen. Das Latein wurde als reine Militärsprache erschaffen. Es war niemals eine Muttersprache für ein Kind und gehört nicht zu der ursprünglichen Sprachfamilie. Wir sprechen nicht umsonst von der Muttersprache. Die Mutter ist es, die beim Stillen dem Baby ihre liebevollen Gedanken, in Klammern Worte, schickt. Stillen ist ja viel mehr als eine Aufnahme von Nahrung für das Baby. Da die Verbindung zwischen Mutter und Kind in den ersten Monaten noch sehr intensiv ist, ist zwischen ihnen auch noch diese Gehirnsogwelle vorhanden, über die dem Baby die Gedanken der Mutter zufließen. Ein Baby reagiert zwar auch mit einem Lächeln, wenn der Sinn des gesprochenen Wortes und ein freundlicher Tonfall nicht im Einklang sind, aber dann reagiert es nicht auf das gesprochene Wort, sondern auf die Gefühle, die hinter dem Lächeln stehen. Ich ahne jedoch, dass es etwas irritiert dadurch sein wird, weil es intensiv spürt, dass Gefühle und Wort nicht übereinstimmen. Ja. Problematisch ist es auch, wenn Worte durch vollständige Verdrehung eine entgegengesetzte Bedeutung bekommen haben. Das verwirrt sehr stark, weil die ursprüngliche Bedeutung bei Menschen, die noch ein Gefühl für Sprachschwingung haben, irgendwie durchscheint. Die Ahnen haben dieses Wort ja völlig anders benutzt. Für mich ist das Wort Gier ein solches Beispiel. Das Wort Gier bedeutete einmal etwas völlig anderes. Es stand für die volle Lebenskraft des schöpferischen Menschen. Mich hat es als Kind völlig verwirrt, wenn ich mitbekam, dass das Wort Gier mit Habsucht gleichgesetzt wird und eine Todsünde sein soll. Lernen wir die Wortmagie der ursprünglichen Worte wieder kennen und leben. Die Energie unserer Ahnen, die diesen Worten beigefügt ist, stärkt uns enorm und hilft uns dabei, wieder Schöpfer zu werden. Je mehr wir uns mit der Sprache, dem vedischen Ursprung annähern, umso magischer wird sie. Wir müssen in vielen Dingen umkehren, weil wir uns viel zu weit vom Ursprung entfernt haben. Ja, soweit dieser Aufsatz. Ich hätte, wenn das Interesse da ist, ich gehe mal davon aus, noch ganz kurz zum Thema Latein auch was geschrieben. Da könnte ich mal drauf eingehen, weil ich mich auch damit befasst habe. Und die lateinische Sprache hat jetzt am stärksten alle Sprachen verwässert, tatsächlich. Ja? Okay, also kurzer Hinweis. Also das Buch habe ich jetzt nicht gefunden. Ja. Da ging es mir ums Trivium. Und das war nämlich, glaube ich, das habe ich im Althochdeutschen quasi, oder ich weiß noch nicht, ob es Althochdeutsch ist, hätte ich die jetzt fragen wollen. Also es gibt ein Buch quasi auf Althochdeutsch, yeah. Trivium, ne? Das aber dann so groß gedruckt, wirklich, also du kannst es nicht lesen. Du kannst die Buchstaben schon nicht lesen, also ich. Ne? Und dann ist es noch so klein, also es ist so ein großes Buch und in der Mitte ist so ein Text. Das ist eine absolute Unverschämtheit, weil du dieses Werk natürlich nicht lesen sollst. Warum es existiert, weiß ich nicht. Das meine ich, es auch vernichten können. Mhm. Und auf Englisch steht es da oben, so ein großes Buch, so ein Text, alles klar und deutlich geschrieben. Verstehst du? Aber nicht auf Althochdeutsch. Aber nicht auf der so. Althochdeutsch. Ja, das ist doch auch bewusst gemacht. Ja. Nochmal ganz kurz, weil das sonst vergesse ich es. Wir haben ja im Forscherbereich, also im Mitgliederbereich, habe ich ein Video eingestellt mit Andreas Körber.
Das ist auch immer schön zum Thema Sprache, wenn unser singender Wissenschaftler sich einem Wort hingibt. Das ist immer sehr schön. Wer das gucken mag, ist bei uns im Mitgliederbereich im Forscherbereich. Es lohnt sich, das mal anzusehen. Ja. Machen wir auch demnächst, glaube ich, nochmal was mit Manuel. Ja, machen wir. Er möchte gerne was machen. Ja. Mal gucken, wo es uns dann verschlägt. Das ist immer sehr... Für mich ist der Prototyp eines Menschen mit schnellen Gedanken. Ja, vor allen Dingen, weil er er spielt halt auch, ist ja Musiker. Mhm. Ne? Und das heißt, als Musiker springt er dir ja gleich den Ton mit, der das Wort ergibt und welche Schwingung das Wort hat. Also die Schwingung kannst du natürlich alles in Musik ausdrücken. Ja. Deswegen sprechen wir ja von Wortmelodien und sowas. Ja. Ne? Also alleine dazu würde er jetzt ungefähr eine halbe Stunde ausholen. Wahrscheinlich, es würde einfach fließen. Ja. Ne? Finde ich immer sehr schön, wenn er das macht. Ja. Ich würde gerne zum Thema Latein noch was sagen, weil das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es gehört nämlich, diese Sprache wurde erschaffen, um die Sprachen zu verwirren. Oh, guck mal, da steht's. Ne? Yoshis Tochter darf sich als angehende Lehrerin für Deutsch nur noch mit Mittelhochdeutsch beschäftigen. Aha. Das ist diese Aussage stammt von Alf und ich glaube, dass er da gut recherchiert hat. Mhm. Es wird ja immer gesagt, dass Latein die Grundlage der romanischen Sprachen sei. Was natürlich, wenn man ein bisschen weiter überlegt, völlig irrsinnig ist. Was sind die romanischen Sprachen? Ja, Französisch, Spanisch, Italienisch. Warum heißen die romanische Sprachen? Warum das romanisch heißt, weiß ich jetzt auch nicht. Das wäre dasselbe, weil du hast das Gorazadin-Video selber reingestellt. Ich habe es mir natürlich angeguckt. Stimmt, da habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Das wäre dasselbe zu fragen, was soll denn Indogermanisch sein? Ja, ja. Was soll denn das sein? Ja, ja. Ich benutze die heutigen Worte dafür. Ja. Okay, also romanische Sprachen wären? Sie sind deswegen romanische Sprachen, weil die Römer sie vernichtet haben quasi. Aber bitte. Ja, genau. Ja, das ist gut, genau. Darauf gehe ich nämlich jetzt gerade ein. Ja, die waren nämlich lange vor dem Latein da, diese Sprachen. Also es gab verschiedene italienische Idiome, es gab verschiedene französische Sprachen. Es gab auch vorher die spanische Sprache, die kamen nicht aus dem Latein. Das ist ein völliger Irrsinn. Denn das Latein trat zum ersten Mal frühestens 1000 vor Christi auf. Viele geschichtliche Unterlagen gehen sogar davon aus, dass es noch später war, also 600 vor Christi. Vorher sprachen die Südländer auch schon ihre romanischen, in Anführungszeichen, Sprachen. Wie kann also Latein die Grundlage dieser Sprache sein? Ja, ist schon allein eine völlige Unlogik da drin. Irgendwann zwischen 1000 und 600 vor Christi kam man an der Küste, wo das heutige Rom liegt, eine kleine Gruppe von Menschen an, die Latiner. Sie gründeten dort eine lateinische Siedlung, Alba Longa. Diese Siedlung gilt als Ausgangspunkt der Stadt Rom. Damals war Rom ein Minidorf. woher die Latiner plötzlich auftauchten, kann heute kein Geschichtsforscher mehr sagen. Weiß man nicht. Es gibt sehr viele Spekulationen darüber, die sich teilweise sogar widersprechen. Ganz schnell unterwarf diese Gruppe alle umliegenden Stämme im Bereich des unteren Tiber. Bis 600 vor Christi war Rom nicht viel mehr als ein großes Dorf. Wer die Stadt Rom letztlich gründete, darüber gehen die Meinungen auseinander. Vieles deutet darauf hin, dass sie von den Latinern gegründet wurde. Was in der Sage so dargestellt wird, dass Latinus, der namensgebende Herus, der Vater Lavinias war, dessen Sohn mit Aeneas, dem Vorfahr von Romulus und Remus war. Der Vorfahr von Romulus und Remus war. Der Aufstieg von Rom war von da ab ungebrochen. Es gab vorher keine Römer. Die existierten nicht. Wahrscheinlich waren das Romulaner. Die Römer waren niemals das Heer der ursprünglich im italienischen Raum ansässigen Völker, wie die Etrusker, die Sabiner, die Osker, Umbrer, die bis dahin friedlich dort lebten. Das sogenannte römische Volk ist eine reine Erfindung. Das, was wir als die Römer bezeichnen, war das von einer Elite aus dem Boden gestampfte Söldnerheer samt ihrer Verwaltung mit Sitz in der aus dem Boden gestampften Stadt Rom. Man stelle sich einmal vor, eine kleine Gruppe von Menschen, keiner weiß, woher sie kamen, hat unvorstellbar große finanzielle Mittel, sodass sie innerhalb kürzester Zeit die umliegenden Stämme unterwerfen,
eine Stadt aus dem Boden stampfen und ein riesiges Söldnerheer aufbauen können, das in der Lage ist, fast ganz Europa zu unterwerfen. Das gab es übrigens mehrfach in der Geschichte. Ja. Auch da ist ja die Frage, wie bestimmte Kräfte finanziert wurden, genau, damit Deutschland in die gleiche Position kam. Ja. Das war ja wirtschaftlich vernichtet. Ja. Da stellt sich mir einige Fragen. Woher hatten die dafür nötigen finanziellen Mittel? Wie kann eine kleine Gruppe von Menschen, die nicht einmal in diese Region gehörte, so schnell alle umliegenden Stämme unterwerfen? Woher hatten sie all die strategischen Kenntnisse, das zu schaffen? Diese Fragen lassen für mich nur einen Schluss zu. Diese Gruppe wurde von dem Menschen ins Leben gerufen und ausgebildet, den Anastasia als Oberpriester bezeichnet. Damals, ja. Also, das kann man durchaus falsifizieren. Ja, wenn man möchte. Es gäbe, glaube ich, noch ein paar andere Schlüsse. Ja, gut. Also, aber sie redet davon, dass die Oberpriester die Sprache verdreht haben der Menschen. Absolut. Ja? Mhm. Ich habe geschrieben, Oberpriester bezeichnet der inzwischen erheblich schneller dachte als der Rest der Bevölkerung. Die Bevölkerung konnte auf diese Menschen nur noch agieren. Die Latiner führten auch eine neue Sprache ein, das Latein. Niemand hatte bisher diese Sprache gesprochen. Es war niemals eine Muttersprache. Latein ist eine künstlich aufgebaute, strategische Sprache, die alle Sprachen der unterworfenen Völker unterwandern sollte. Vor allem war es eine Militärsprache, die ganz klar strukturiert ist. Sie ist logisch durchgeformt bis in die kleinsten Bestandteile der Sprache hinein. Gefühle haben in dieser Sprache nichts verloren. Auch die soziologischen Gegebenheiten der Römer werden in der lateinischen Sprache sichtbar. Die römische Gesellschaft war vom Mann bestimmt und deshalb gibt es im Lateinischen kein einziges Wort für Mädchen. Pua bedeutet Junge, puella das Mädchen. Genauso ist es mit Sohn, Filius und Filia die Tochter, eigentlich Söhnin. Ja? Von den Griechen übernahmen die Römer das Alphabet. Fili sind die Kinder, oder? Fili sind dann die Kinder. Ja. Die Söhne oder Söhne. Die Söhne. Ja. Dabei sind die Wissenschaftler nicht einig, ob die Römer die griechischen Buchstaben unmittelbar von den Griechen übernahmen oder ob sie die Buchstaben von den Etruskern aufnahmen. Fakt ist, Latein wurde sehr schnell die Amtssprache von Latium und Stadt Rom. Latein wurde jedoch nie die Sprache des einfachen Volkes. Die Menschen zogen außerhalb offizieller Gegebenheiten ihre Muttersprache vor. Das Militär, die Oberklasse, die Politiker, die Wissenschaftler übernahmen das Lateinische. Lateinische Sprachkenntnisse wurden als ein Zeichen von Wissen und Können dargestellt. Daher stammt auch das Sprichwort, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ja. Weil jemand mit seinem Latein am Ende wusste, selbst ein sehr gebildeter Mensch nicht mehr weiter. Die römische Armee tat jedoch alles, um die lateinische Sprache zu verbreiten. So ersetzt sie im Laufe der Zeit immer mehr lateinische Worte, die ursprünglichen Worte der einzelnen Muttersprachen. Auf diese Weise haben im Laufe der Jahrhunderte in allen Sprachen der Erde immer mehr lateinische Begriffe die ursprünglichen Begriffe verdrängt. Sie wurden in die Sprachen eingefügt, als seien sie schon immer Bestandteil dieser Sprachen gewesen. Man spricht bei uns davon, dass sie eingedeutscht wurden. In einer Geschichte habe ich mal ganz kurz geschrieben, im Garten Veden, dass den lateinischen Worten die Liebe fehlt. Und wer sich einmal die Mühe macht, Worte aus unserer Muttersprache, auch aus anderen als der Deutschen, mit den lateinischen Worten ähnlicher Bedeutung zu vergleichen, der wird die Unterschiede sehr schnell feststellen. So sprachen wir früher von Nächstenliebe, wofür heute das Wort sozial benutzt wird. So sprachen wir, aus einem Volk machte man Staaten, aus einem Mitmenschen einen Mitbürger, statt einen Menschen zu achten, sollten wir ihn nur noch respektieren. Ja? Die Begriffe lateinischen Ursprungs sind inzwischen derartig in unsere Sprache eingeflossen, dass wir es kaum noch merken. Auch mir passiert es immer wieder, dass ich lateinische Begriffe benutze, statt die Worte, die schon unsere Ahnen sprachen und der die ganzen Gefühle unserer Ahnen unterliegen. Das ist Grund genug, verstärkt wieder auf unsere Muttersprache zu achten.
Ja. Aber wenn man sie doch nicht mal mehr lernen darf an der Uni. Ja, ja, das ist sie ja auch nicht mehr. Ja, aber natürlich wäre es schön, wenn wir die vor allen Dingen bei den verdrehten Worten, die in unserer Sprache völlig falsch benutzt werden inzwischen, ja, wie das Wort Gier. Ja. Wort Gier bedeutet, dass man, wenn man etwas gierig macht, macht man das mit der gesamten Lebenskraft. Für mich ist das so wichtig. Dieses Wort Gier hat eine ganz starke Magie und genau die durften wir nicht mehr haben. Wir durften nichts gierig machen, weil wir das mit unserer Lebenskraft gemacht haben. Gier musste man mit Habsucht gleichsetzen. Ja? So dass Gier nicht mehr benutzt wird. Das ist eins der Worte, wo es mich am meisten beeindruckt hat. Ja? Diese starke Veränderung. Ja, es ist unheimlich, also für mich enorm, für mich ist es sehr wichtig, sich mit unserer Ursprache wieder zu befassen. Und in dem Buch, was Simon und ich rausbringen werden, was noch nicht raus ist, im Universum ist alles ganz einfach. Wie liegt es denn immer jetzt? Ja, habe ich mich bemüht, die lateinischen Begriffe rauszulassen. Obwohl es unglaublich schwer war. Ja, da ist mir das erstmal aufgefallen, wie oft wir Worte benutzen, die nicht zu unserer Sprache gehören. Und denen die Liebe fehlt, letztendlich. Meinst du, das alle gefunden? Ich weiß nicht, ob ich alle gefunden habe, aber ich habe inzwischen ein Gefühl dafür. Mhm. Also was nicht zu unserer Sprache gehört und was dazu gehört. Das ist gewachsen dadurch, dass ich mich damit befasst habe. Ja. Du hast das jetzt öfter angesprochen, die Übereinstimmung von Gefühlen und von Worten. Würden mir jetzt mal ein paar Sachen zu einfallen. Also wenn ihr weiter Fragen, ihr könnt ja mal, du könntest es ja mal machen, wenn ihr wirklich Fragen zu Wörtern habt. Vielleicht hast du dein Wörterbuch dabei. Nee, ne? Nee, habe ich jetzt nicht, aber. Das kann ich dir holen. Ganz kurz, also diese Übereinstimmung, Gefühl, Wort, ich glaube, das hat auch viel mit Ehrlichkeit zu tun, weil das Problem ist halt, wenn ich einfach nur bla bla mache, merkt man sofort, dass das einfach, da ist ja keine Substanz. Mhm. Ja. So, weil das ist ja nur bla bla, es ist ja, ja, nur diese Höflichkeitsgeschichten ganz viel. Ja. Haben wir uns aber angewöhnt, man spricht auch nicht darüber oder man sagt sowas nicht oder. Mhm. Also ich glaube, dass zu einer ordentlichen Sprache absolute Ehrlichkeit gehört. Absolut ist zum Beispiel. Ja, okay, aber vollständige ja? Ehrlichkeit gehört, ja? Zu sich selber. Und da geht das schon los. Ja, also inzwischen fallen mir solche Worte sofort auf, weil ich das gemacht habe mit dem Buch, das durchgezogen habe. Obwohl es sicherlich noch Worte drin gibt. Also es war besonders schwierig. weil ich in den Büchern ja in diesem Buch auf die kosmischen Gesetze eingehe und da geht es schon los. Ja, kosmisch ist nicht aus unserem Sprachgebrauch, aber allumfassend. Mhm. Ja, ist aus unserem Wortgebrauch. Aber wenn ich so jetzt hier von den allumfassenden und dann ein Gesetz hatten, wir kannten keine Gesetze, es kommt nämlich auch nicht aus unserem Sprachgebrauch. Es gab Grundsätze. Mhm. Ja. Das ist schon wieder was anderes. Aber wenn ich von allumfassenden Grundsätzen spreche, weiß keiner, was ich meine. Ist aber, glaube ich, auch tatsächlich Absicht. Ja. Yeah. Weil, das hatte ich nämlich heute bei dem Zusammenschnitt des Talus-Videos, falls du es gemerkt hast, ich habe ein Best-of deiner letzten drei Sendungen mit Talus gemacht. Also das fand ich als Best-of. Mag es andere Meinungen geben. Ich habe es auch Best-of genannt, das ist Englisch, ganz schlimm. Wie hätte ich es nennen sollen? Das Beste aus. Das Beste aus, ja, gut. Ja. Das Beste ist Best, ist das, geht das? Ja, ich weiß es nicht. Das Beste, besser, das geht. Beste. Da habe ich das gemerkt, dass Gesetze, da sprichst du über Gesetze, also nicht du, sondern Jesus spricht über Gesetze und wer Gesetze erlässt, ihr dürft euch das Video gerne angucken. Wer Gesetze erlässt, ne? Das macht nämlich nicht Gott. Nee. Und das ist, glaube ich, dann vielleicht auch eine bewusste, damit sie sich nicht ganz so viel Karma aufladen.
Ein Grundsatz ist etwas, das basiert auf dem Grund. Die Gnostiker würden sagen, wer ist der Grund? Der Grund ist Gott. Also Grundsätze basieren auf dem Grund. Die Grundsätze... Das sehen wir uns auch nicht aus unseren Gründen. Die Grundsätze gründen... Naja, das ist ja okay. Die Grundsätze sind gründen deshalb auf dem Grund, weil er die Sätze ja gesprochen hat, als er geschöpft hat. Genau. Weil Worte sind ja auch nur Schwingungen. Und Worte und Schwingung, und die, schnelle Worte quasi, mit Gefühl überein, schnelle Worte ist gleich Materie. Ne? Ist ja alles nur Frequenz. Also die werden quasi abgebremst und kommen dann in die Materie. So ist das, oder? Ja, genau. So ist das. Das aber Wort, ist, Gefühl der, ist, und Wort ist die erste Schwingung des Gedanken. Damit materialisierst du den Gedanken, weil du eine Schwingung erzeugst. Genau, und ich glaube, das haben Römer sich tatsächlich nicht gewagt, ihre juristischen Spielchen Grundsätze zu nennen. Das glaube ich nicht. Nee, natürlich nicht, weil Gesetz ist ja was, was du setzt. Es ist gesetzt, fertig. Willkürlich. Willkürlich gesetzt. Gesetz. Von Gottes Gnaden. Ja, ja. Genau. Also ihr seht, es ist eigentlich sehr, sehr spannend, sich mal auf diese Weise mit der Sprache auseinanderzusetzen. Im Englischen hat das Weib auch kein eigenes Wort, aus Man with Woman, wobei mir die Vorsilbe wo spontan nur womb einfällt, also ein Mann mit Gebärmutter. Spreche ich zu schlecht Englisch für, um mich über englische Vorsilben... das weiß ich auch nicht. Kann ich auch nicht viel zu sagen. Ich habe mich mit dem Englischen zu wenig befasst. Gymnasialenglisch. Aber das ist natürlich auch eingeflossen und jetzt heute kommt jetzt diese ganze Gender-Sache noch dazu. Jetzt sag mal bitte Gender auf Deutsch. Heißt es Gender? Ja, gut. Weiß ich nicht, es wäre Gender. Ja. Auf Deutsch wäre es Geschlechter. Das weiß ich, ja. Ich hatte mir ja Latein in der Schule, mir ist heute völlig leihhaft, wie man diese Sprache wirklich gesprochen haben kann. Sie ist dermaßen unrund und stachsig. Das stimmt, das habe ich mich damals, ich habe auch Latein gelernt, habe mich das damals auch gefragt. Ich muss nur ja für mich zugeben, dass ich nichts so leicht gelernt habe wie Latein. Ja, weil es unglaublich logisch ist und mathematisch. Mathematisch, wenn du ein Gefühl für Mathematik hast, aber nur dann. Ja, okay. Es gibt aber auch viele Menschen, die haben kein Gefühl für Mathematik. Ja, das Gefühl nicht für Mathematik, okay. Ja. Ja. Also kein Problem, Latein zu lernen, null. Ich habe es nicht lang, okay. Ich hätte gerne weitergemacht, die Klasse musste sich auflösen. Aber das Einfachste lernt man am leichtesten. Genau, also für mich war das jetzt, also Französisch war für mich viel schwieriger. Ja, ja. Ja, aber man, also ich liebe ja Französisch, weil ich habe allerdings auch viele Inkarnationen in Frankreich gehabt, deswegen. Aber das ist für mich Melodie. Ja, die einzige Inkarnation, wo es Lateiner gegeben hat, da war ich definitiv nicht Lateiner. Aber das ist die einzige, wo ich mich daran erinnere. Es mag auch ein paar andere geben, wo ich Lateiner war und mich daran erinnern kann. Keine Ahnung. Ich glaube aber, dass das echt auch so dermaßen in der Matrix steht. Ist auch kein deutsches Wort. Oder Informationshülle, die ist auch kein deutsches Wort. Informationsfeld. Information kann kein deutsches Wort sein. Nein, stimmt. Die Form ist ein deutsches Wort. Müsste eigentlich ein deutsches Wort. Doch. Aber Information, alles über Ion kann niemals ein deutsches Wort sein. Okay. Niemals. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ihr könnt ja mal fragen. Könnt ihr nachgucken. Deswegen, also ich empfehle, also ich werde oft gefragt, wie machst du das? Wie kommst du auf die Ursprünge? Ich mache ganz einfach, ich gehe im Internet auf den Duden, gebe das Wort ein und dann findest du Herkunft. Das ist richtig, aber du hast noch dein Althochdeutsches. Da ist auch die Althochdeutsche Form dann. Ach, das geht. Das funktioniert. Nein, das geht auch noch offiziell im Duden, Althochdeutsch? Nein, da steht dann nur, wie es Althochdeutsch heißt. Sonst kämst du ja gar nicht drauf, weil die Worte ja teilweise völlig anders sind schon als unsere heutigen deutschen Worte, ja? Mir also ist das wenn bei der Gier ich habe das Alter ich hab, mit dem Neff, wie hast du es hergeleitet? Wie heißt das? Neffisch. Neffisch? Ja. Also naja. Nicht ganz verstanden habe ich es nicht, weil du da auch da schreibst, ist völlig klar. Ich bin, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, wie du von da den Sprung auf Gier machst. Nein, soll ich das mal vorlesen? Ich habe das dabei. Ich habe es auch hier, aber bitte. Ich habe das hierbei, weil ich nämlich, da, also ich, als Gier ist für mich, ja,
eins der traurigsten Beispiele. Letztendlich, nein, ich habe bei ihr geguckt, was bedeutet es im Althochdeutschen, habe im Althochdeutschen geguckt und da wird immer nur die Habsucht als Quelle, dass das so was heißt. Ja? Auch im Althochdeutschen Wörterbuch, aber die ist ja nach unseren heutigen, schon durch die Kirche veränderten Denken, gibt es diese althochdeutschen Wörterbücher ja nur. Ja? Und, aber ich wollte mich dem nicht stellen, weil ich, das hat angefangen bei mir, mich mit diesem Wort Gier zu befassen, da war ich 16 oder 17, da habe ich eine Geschichte gelesen und in der Geschichte ging es um zwei Jungs, ja? Zwillinge. Aber der eine war sehr kräftig, ja, und der hat gierig an der Mutterbrust getrunken. Ja? Und der andere war immer etwas schwächlich, aber das war der Gute in der Geschichte. Und der gierig an der Mutterbrust getrunken hat, war der wurde als der Böse dargestellt. Da habe ich als 16-Jährige gedacht, wenn das meine Geschichte wäre, hätte ich das umgekehrt gemacht. Ja? Ich hätte doch nicht den, der so vital ist, ja, oder so voller Leben ist, ja, dass er gierig an der Mutterbrust trinkt, schon als Baby, hätte ich nicht als ein böses Kind dargestellt oder als ein schlechtes Kind. Ja? Also ich hatte schon ein Gefühl für dieses Wort, dass dieses Wort ein ganz starkes Wort ist. Und ich bin dann tatsächlich auf einen Aufsatz von einem Dr. Jörg Sieger gestoßen, der eigentlich da bin ich über viele, viele Schritte, wo ich im Internet immer weiter geforscht habe, draufgekommen. Ja? Und der hat einen Artikel geschrieben zum Thema der Mensch und seine Lebenskraft. Und er untersucht eigentlich den hebräischen Ausdruck für Nefesh. Ja? Und das ist, oder der hebräische Ausdruck für Lebenskraft, das ist Nefesh. Ja? Und er bezeichnet dieses Nefesh als das lebensspendende Element im Menschen und im Tier. Ja? Der Ausdruck, schreibt er, wird zwar meistens mit dem deutschen Begriff Seele, also er überlegt jetzt, wie übersetze ich dieses Wort Nefesh ins Deutsche. Ja? Und weil er das will. Und er sagt, dieser Ausdruck wird zwar meistens mit dem deutschen Begriff Seele übersetzt, entspricht aber in seltensten Fällen dem, was wir unter Seele verstehen. Dass das schon vom Wort her nicht sein kann, sieht man sofort, wenn man sich die ursprüngliche Bedeutung von Nefesh anschaut. Der geht also den umgekehrten Weg. Ja? Und der Begriff Nefesh hat ursprünglich absolut nichts mit Geist oder Geistigen oder Seelischem zu tun. Im Psalm 107 kann man die ursprüngliche Wortbedeutung noch ablesen. Dort heißt es, wenn man wörtlich überträgt, im Vers 5, Hungrige, auch Durstende, sie verschmachten an ihrer Nefesh. Steht so in der Bibel. Mhm. Und das übersetzt er jetzt, sie verschmachten, wenn sie an etwas verschmachten, dann fehlt ihnen das. Mhm. Ja? Es fehlt ihnen als Kraft. Ja? Und er sagt dann, dann heißt es weiter in dem Psalm, denn er hat die lechzende Nefesh gestillt und die hungernde Nefesh mit Gut erfüllt. Also das ist übersetzt, Nefesh hat er noch nicht übersetzt. Mhm. Denn er hat die lechzende Nefesh gestillt und die hungernde Nefesh mit Gut erfüllt, also Gott. Ja? Hier ist noch deutlich zu spüren, dass der hebräische Ausdruck für Lebenskraft zumindest was mit Kehle zu tun hat. Hier nehmen wir drüber alles das auf. Ja? Im Psalm 107 schwingt diese Bedeutung noch klar mit. Dem Hunger wird die Nefesh mit Gutem angefüllt, so wie man dem Verhungernden eben etwas in die Kehle gibt. Ja? So. Also das ist
er versucht ja dieses Wort zu übersetzen, was sehr, sehr schwer ist im Deutschen. Ja? Von daher ist auch verständlich, dass der hebräisch-aramäische Ausdruck für Lebenskraft Nefesh auch Gier bedeuten kann. Das ist dann seine Gier, gierig, ja, Gier geht über den, ja? Mhm. Und das ist das, was er darauf sagt. Es steht nicht in den Wörterbüchern so übersetzt, aber es kann, nachdem, wenn man sich diese Sachen in der Bibel anschaut, nur Gier bedeuten. Der Ausdruck für Lebenskraft. Und weil man den Menschen, denen man die Kehle zudrückt, die Luft wegbleibt, deshalb rückt der Terminus für Lebenskraft im Hebräischen dann immer stärker in den Bedeutungshorizont von Atem. Atem entspricht ja auch unsere Lebenskraft. Mhm. Hier, wenn ich die Kehle eindrücke, kann ich nicht mehr atmen. Weil der Atem aber lebensnotwendig ist, erfährt der Begriff letztendlich dann die Bedeutungserweiterung in Richtung Lebenselement bis zu dem Begriff Leben überhaupt. Da war ich erstmal platt, ja. Also das habe ich da gelesen. Und das ist für mich eine Logik, dass das letztendlich gierig, wenn ich gierig trinke, ja, an der Mutterbrust, dann mache ich das mit Nefesh, ja. Oder auch nicht und ich zuzel nur so rum, aber dann geht es nicht ums Trinken. Nee, dann machst du es nicht gierig. Genau. Ja, genau. Und wenn man sich klar macht, wozu die Religionen geschaffen wurden, dann müsste auch klar sein, dass wir unsere Lebenskraft, unsere Gier nach Leben beraubt werden sollen. Gier musste zu den Todsünden erzählt werden. Nicht Habsucht ist die Todsünde, Gier wurde zu der Todsünde gemacht. Ich dachte, Habsucht ist die Todsünde. Naja, wer Gier als also ich, das ich ist kenne, das Gleiche. In unserem Sprachgebrauch ist es das Gleiche. Ich kenne keinen, also wir haben öfter nachgeguckt, weil wir sie durchtesten. Ja, es ist Habsucht. Es ist Habsucht? Gut, dann ist es noch richtig übersetzt. Es ist Habsucht. Ja, nicht Gier. Und es ist vor allen Dingen Völlerei, was aber die... Ja, aber die Menschen also setzen... Also es gibt mehrere... Es gibt mehrere Varianten, auch Völlerei ist Gier nahe. Ja, ja. Also mit Gier, wenn man weiter nach begierig sucht, findet man ganz schnell den Vergleich mit der dürstenden Kehle. Ja? Von großem Verlangen nach etwas erfüllt ist Begierde. Mhm. Ja? Durstig mit ausgetrockneter Kehle begierig. Trinken. Begierde, wobei Begierde auch negativ angetatscht ist. Ja, ja, das natürlich musste man doch. Mhm. Ja? Ja? Ich habe dann einfach geschrieben, Schöpfe haben Lust auf pures Leben, sie sind demnach gierig. Ja? Also man müsste das so umdrehen. Ja? Schöpfer möchten ihre Erkenntnisse erweitern, sie sind neugierig. Ja, auch hier ist die Gier drin. Ja, Gier ist erweiternd. Ja. Neugierde zum Beispiel ist auch negativ belegt, oder? Ja, es ist alles negativ belegt worden. Schöpfer möchten ihre Kreativität ausleben. Sie sind begierig, die Welt zu gestalten. Und in einem Gespräch sagte meine Freundin Marie-Louise mal dazu, Gier mit Maßlosigkeit gleichzusetzen, wurde uns anerzogen. Wir haben die Vorstellung, dass einem gierigen Menschen der Geifer aus dem Mund läuft. Er beginnt zu sabbern, es wird unappetitlich. Ja, so wird uns das dargestellt. Ja? So haben wir das Wort Gier gelernt, immer mit einem erhobenen Zeigefinger im Hintergrund, unseren Erziehung keine Schande zu machen und uns angemessen und maßvoll zu verhalten. Okay, das ist eine katholische Angelegenheit. Hm? Das ist auch eine katholische Angelegenheit, sei zufrieden. Ja. Ja, das zu dem Thema, also das ist für mich das eins der Worte, die das am schlimmsten misshandelt wurde. Mhm. Wir haben die Zuschauerfrage nach Beneiden, also weil für sie ist jetzt, ich glaube es ist eine sie, oder? Gisi auch da, ich hoffe es ist eine sie. Das Beneiden, also obwohl es von Neid käme, ist es für sie nicht negativ, weil durch ein wenn sie schreibt es, wenn mir jemand erzählt, dass ich nächste Woche in Urlaub fahre, dann ich beneide dich darum, ist aber nicht, dass ich ihr das missgönne.
Ja, aber Neid hat schon... Also Neid ist ja, also wenn ich es ganz kurz, also nach Lazarev wäre Neid tatsächlich ein Kampf der Geister, auch wenn du es nicht bemerkst, und wäre definitiv in dem Bereich der unethischen Sachen zu Ja, ich würde, da würde ich auch nicht so, so leist, also... Ich sehe schon, du wirst dich damit beschäftigen. Ich werde mich damit beschäftigen, ja. Also da kann ich es mir noch nicht so richtig vorstellen, was Neid wirklich mal bedeutete. Ob das wirklich mal eine positive Bedeutung hatte. Aufbauen wäre... Also die Frage wäre beneiden? Ne? Ja, ja. Ja, aber beneiden... Also weil sie sagt, das Hauptwort wäre dann Neid eher Missgunst. Ne? Also anstatt Neid wäre es eher Missgunst, was gemeint wäre. Okay. Ja. Ja, dann müsste ich mal gucken, was Neid bedeutet. Ich gehe dem nach. Ja, kann vielleicht genauso schwer sein wie da. Also da war es unheimlich schwer. Wobei über Günstlinge auch nichts Positives sind, wollte ich nur sagen. Aber gut. Na, muss man gucken. Sehr schwierig. Ja. Ist nicht leicht. Aramäisch war die Sprache Jesu. Sie übersetzen bedeutet doch auch, dass diese zu bestimmten Gefühlen mit dem Wort dazu passend übersetzt. Soll irgendwie schwer sein, diese Schriften ins Jetzt zu übersetzen. Ja, dafür sind sie auch nicht gemacht. Also, mal ganz grundsätzlich, jetzt mit Sprache nichts zu tun. Ne? Aber es ist halt immer witzig, wenn jemand versucht, Schriften, die vor 2000 Jahren, sollten sie so sein, so alt sein, 2000 Jahren geschrieben wurden, ins Heutige zu übersetzen und wörtlich zu nehmen und auch noch völlig zu missachten, dass ja... also sagen wir mal, jede Nachricht, die da aufgeschrieben wurde, ne, seit 2000 Jahren den Grund nicht mehr hat. Also du kannst keine Worte Jesu heute nehmen und sagen, hat er so gesagt, gilt immer. Nein, nein, das ist sehr schwere. Ist ja. Einfach nicht, ist einfach vollkommen ja. Aus dem Zusammenhang gerissen, mhm. Und ist, also ist völlig bescheuert, sowas zu tun. Mhm. Vollkommen, ist es eine Orientierung, was ist eine ethische Handlung oder wie würde ich ja, zumal denken und meine Maßstäbe ansetzen, ja. Wie ist meine Kommunikation zu Gott? Ja, zumal all die Schriften, die in die Bibel Eingang gefunden haben, die wurden so, weiß ich, zwischen 50 und 90 Jahre später geschrieben oder 100 Jahre später. Ja, aber also, du ja. Siehst es ja, wenn, guck mal, wir haben ja, da sind Sachen in den Talusbüchern oder bei Anastasia drin, die sind jetzt mal irgendwie 20, 30 Jahre alt. Hm? Die versteht heute schon keiner mehr. Mhm. Weil sie, also außer du bist zu alt. Dann denkst du, okay, 30 Jahre zurück, verstehe ich den ja. Kontext. Mhm. Hm? So, und das machst du jetzt mit 2000 Jahren. Ja, ja. Nein, also ich gehe davon aus, das kannst du eh nur wirklich über so ein intuitives Wissen herausfinden. Ja, wenn du weißt... was die Aufgabe oder ahnst, kannst ja auch nur ahnen, Wissen der Ahnen, ja, was die Aufgabe von Jesus war, warum er da war, warum er bestimmte Dinge getan hat, können wir ja nur noch ahnen. Wir wissen es ja nicht. Ja? Dann kannst du auch ahnen, wie er was gemeint hat, aber wissen tust es nicht. Das stimmt. Naja, und immer mal so, ne? Also ich meine, Respekt, Achtung vor Jesu in allen Lebenslagen, in allen Ehren, Ehre geht, ja? Ja, Ehre ist, Ehre ist was gut. Ganz Großes. Mhm. Mhm. Aber auch er ist ein Mensch gewesen und vielleicht immer noch, also den Körper nicht mehr, der riecht nicht mehr ganz so super. Aber auch er ist ein Mensch, ein sehr weiser Mensch. Mhm. Alles klar, mit wer noch spricht ein bisschen, von dem Bruder? Mit noch ein bisschen Hilfe von oben. Ja, ein bisschen viel. Denke ich, dass er hatte schon ordentlich Hilfe. Aber also auch er hat sich natürlich mit den Themen seiner Zeit auseinandergesetzt. Mhm. Und nicht mit für unseren. Menschen in 2000 Jahren genau. Gesetze geschaffen. Das ja. Hat er nicht. Genau. Nicht. Er hat sich mit den Problemen seiner Zeit auseinandergesetzt. Mhm. Und die Grundregeln gelten ja immer noch. Mhm. Hm? So, die gelten einfach immer noch. Mhm. Habe ich übrigens heute ein Foto in den Mitgliederbereich gestellt, merkt gar keiner, also merken vielleicht viele,
Grundregel. Ich bin ja vorhin spazieren gegangen, ne? Und da ist da so ein Stumpf, mehrere Stümpfe im Wald, alles voll, aber alte Stümpfe, wo die neuen Bäume aus den Stümpfen rauskommen. Ja, habe ich gesehen. Ja. Ne? Der war noch nicht fertig. Der war noch nicht fertig. Der war einfach noch nicht fertig. Ja. Ja. Der hat Neues wachsen lassen. So, das ist ein Grundgesetz. Ja. Leben wird sich immer durchsetzen, Grundgesetz. Mhm. Immer. Ja. So, und auf solchen Grundsätzen, das ist ein Grundsatz. Mhm. Ne? Von solchen Grundsätzen, da spricht er. Ja. Und die bringt er in die Praxis. Ja, genau. Was anderes macht er nicht. Mhm. Aber mit den Problemen seiner Zeit. Ja, richtig. Nicht unserer Zeit. Ja. Jetzt hätte er andere Lösungen, bin ich mir sehr sicher. Ja. Ja. Die vielleicht von den Grundsätzen her gleich sind. Aber er würde sie komplett anders formulieren. Ja. Ich will sehr ausdrücken. Ja. Ausdrücken ist aber auch was anderes, oder? Ja, formulieren ist falsch. Ja, ausdrücken. Ne, ist das schon ist ein Ausdruck? Ausdrücken würde ich ja eher ein Pickel oder so. Gut. Ne, ein Ausdruck kann auch... Stimmt. Ja, ja. Ein Ausdruck ist etwas anderes. Gut. Ich muss mich mehr mit dem Thema beschäftigen, glaube ich. Und das ist also ich finde es ein unglaublich spannendes Thema. Ist es, absolut. Ja. Für mich immer nur, ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, und wir müssen nochmal einen zweiten Teil dazu machen, denke ich, oder mit dem Andreas Körber nochmal eine Sendung machen. Ja, machen wir auf jeden Fall, ja. Weil mir dann gelingt es mir wahrscheinlich auch, das Buch zu finden, was ich gesucht habe, weil das würde ich jetzt ungern aus dem Kopf zitieren, die Kindheitsevangelien Jesu, wo er mit den Schriftgelehrten darüber streitet, was sie sich einbilden, ihm ein Wort erklären zu wollen, wenn sie ja noch nicht einmal die Buchstaben verstanden hätten, weil sie ja noch nicht mal wissen, warum das Alpha aussieht wie ein Alpha und warum das Omega aussieht wie ein Omega. Und bevor sie das nicht wissen, und er erklärt es ihnen, brauchen sie ihm über Sprache gar nichts beizubringen. Yeah. Gar nichts. Schön. Wie siehst du das mit den Buchstaben und allem drum und dran? Fängt da die Sprache nicht an? Die fängt noch viel früher an. Noch viel früher? Also, wenn aber eigentlich nur die Schriftsprache, oder? Ja. Ja, die fängt da an. Die Schriftsprache wäre also quasi ein eingefangenes Symbol einer Energetik, eines Gefühles, eines Ausdrucks. Ja. Ja, viele sagen ja, dass die Runen die Vorgänger der Schriftsprache sind. Was dann aber ein Alpha wäre, dann auch nichts anderes als eine Rune. Mhm. So ein anderes Symbol. Genau. Spannend. Ja. Ja. Wir werden davon sicherlich... immer mal wieder was machen, vielleicht auch nur für die Forscher, keine Ahnung. Wenn sie euch also, das gilt grundsätzlich, wenn euch Themen interessieren, sie werden immer gerne auf Wunsch auch vertieft, wahrscheinlich nicht komplett öffentlich, ich habe keine Ahnung. Immer mal so 10 Minuten zu irgendwelchen Themen machen wir gerne mal. Ne? Machen wir immer mal Umfragen zu, könnt ihr euch daran beteiligen. Ansonsten danke ich dir speziell für diesen Abend. Ich bin ja auch eine Sau, was Sprache angeht. Ne? Aber ich weiß eben auch, ich neige zum Beispiel dazu, merken viele nicht. Viele merken nicht, dass ich meine Sätze nicht beende. Doch, das merke ich. Ne? Weil du inzwischen darauf achtest. Ja. Aber viele merken das nicht und wissen trotzdem, was ich sagen wollte, haben es nie bemerkt, weil die Information ja zu 95% ohne ist. Sprache auskommt. Ja, genau. Ja, genau. Weil, das ist für mich immer sehr wichtig genauso, zu betonen. Genauso wie ich sprichst du, unterliegst. Legst du deinen Worten eben auch Gefühle und das bringt, da brauchst du gar nicht alles auszusprechen, ja, das kommt an. Ja. Man nennt es auch gerne authentisch, wie wir echt wäre das Wort oder echt? Wäre tatsächlich ist es so ja? einfach, authentisch mit echt zu übersetzen. Es muss noch andere Wörter dafür geben. Gibt es sicher, wir haben ja ganz viele vergessen. Weil ein echter Stein ist ja nicht ein authentischer Stein. Ja. Ist ein echter Diamant also, und kein authentischer Diamant. Das wäre vielleicht jetzt ein guter Abschluss dafür. Also ich war ja völlig erstaunt, mal als ich ein Gespräch mit Gerhard hatte. Ja, du kennst das mit Magen. Mhm. Ja. Das ist ein schöner Abschluss, weil die Worte kennen wir nicht mal mehr. Ja. Ich hatte also mit Gerhard und ich, heute weiß ich, wir sind seelenverwandt, ja, und, aber ich, als wir damals so zusammenzogen, da lief das Leben, das lief so leicht, so einfach, wir haben uns sofort verstanden, wir wussten, was der andere will, wir
nahmen das auf und ich habe dann abends im Bett gelegen und habe dann immer wieder im Bett abends, so mache ich das ja immer, und habe dann überlegt, warum das zwischen uns so ist. Und dann kam bei mir eine Eingabe, ja, weil eure Seelen aus dem gleichen Topf sind. Und da konnte ich mir nichts drunter vorstellen. Und ich sagte, ja, was soll mir das jetzt sagen? Und dann kam ja, eure Seelen wurden in der gleichen Zeitqualität geschaffen. Und ich, ja, das kam mit, das konnte ich schon eher verstehen. Und dann kam die Antwort, schau mal im althochdeutschen Wörterbuch nach dem Wort Magan. Und bin ich aufgestanden, althochdeutsche Wörterbuch aus dem Regal genommen. Magan, das Wort existierte. Ich hatte das noch nie gehört. Ja? Und, und dann wurde ich da gleich auf zwei andere Worte noch verwiesen. Magan, Magen, Magin. Und es wurde übersetzt tatsächlich mit verwandt. Ja? Und ja, also unser Wort verwandt ist falsch. Das bedeutet nur, ich habe mich mit diesem Wort umwandelt, so oder, ja. Das, aber, das heißt, ich bin in die Familie rein, aber es ist keine seelische Verwandtschaft da. Und ich habe dann, weil hinter den, also im althochdeutschen Wörterbuch stand dann hinter Magan, Magen und Magin jeweils immer nur verwandt. Da habe ich gedacht, was soll das? Drei verschiedene Worte. Und dann habe ich mich wieder abends hingelegt und habe gefragt, was das, wozu diese Worte sind. Und dann kam ja Magan, es ist zwischen Mann und Frau, wenn die eine Seelenverwandtschaft haben. Magen ist es zwischen Eltern und Kind, wenn die seelenverwandt sind. Und Magin zwischen mir und dem Rest der Welt. Also wenn ich Freunde habe, wo ich eine Seelenverwandtschaft spüre oder Menschen, die auf mich zukommen und so weiter. Ja. Ja, ich glaube ja immer, es muss, wie gesagt, und es muss so ja gibt es sicher noch ganz, ganz viele, die wir gar nicht mehr kennen. Genau, viel mehr Wörter gehabt haben. Also immer auch das, was man halt braucht. Ja. Ne? Und wenn es halt ausreicht, dass man kennt ja auch die Gefühle gar nicht, man kennt ja gar nicht mehr, also man, wenn ich ja Menschen frage, wie fühlst du dich, dann sagen die gut. Ja. Und dann denke ich mir, ich kenne das Gefühl gut, kenne ich überhaupt nicht. Kennst du ein Gefühl namens gut? Ich kenne das nicht. Hm? So, aber die Frage ist halt, die Wörter fehlen schon alleine, weil wir ja gar nicht mehr über Gefühle sprechen. Ja, genau. Ne? Wir müssen es überhaupt nicht mehr unterscheiden. Ja. Und wenn du mich fragst, also bei Gefühlen weiß ich es halt, weil da so viele unterschiedliche sind. Da gibt es unglaublich viele Wörter. Ne? Ja. Manchen fällt es schon schwer, 10 Gefühle aufzuzählen. Ja. Ne? Und dann kommen sie dir mit den Hämmern, Angst. Ne? Die Frage ist aber, Angst kannst du alleine schon mal nochmal in 15, 20 unterteilen. Mhm. Ne? Bist du in Panik? Bist du in... Weißt du? Also es ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ja? Und so, glaube ich, fehlen halt viele Wörter. Und ich muss dann immer an Fräulein Zmiller denken, Fräulein Zmillers Gespür für Schnee, wo ich gelesen habe, dass Eskimos, glaube ich, 47 Wörter für Schnee haben, je nachdem, welche Konsistenz er hat. Ja. Und das kennen wir ja auch. Mhm. Es gibt einen schönen Nieselregen, den gibt es kaum noch, Niesellandregen, aber gut. Ne? Es gibt, es schifft, es, weißt du? Ja. So. Also, es gibt unglaublich, warum schifft es? Weil, ne? Ja. Also es gibt sehr viele Wörter, glaube ich, verschiedene Dinge. Die Frage ist, wie sehr berühren sie uns meistens noch? Mhm. Und wenn wir sie uns nicht mehr berühren, verlieren wir, glaube ich, auch die Wörter. Ja, genau. Wir sind nur noch bei 40.000 für Abiturienten, habe ich gelernt in Russland. Ob das stimmt, weiß ich nicht, konnte ich nicht verifizieren. Vielleicht gibt es irgendwelche deutschen Lehrer. Aber ich fände es ganz schön, also es gibt ja eine Gruppe um diesen Tol, die ja gerade dabei sind, diese alten, diese fast vergessenen Worte wieder zu finden. Ja? Aber mich hat das mit diesem Magan, Magen, Magen, das hat damals gar, habe ich noch nie gehört. Ja? Und ich kriege plötzlich so eine Eingabe, guck da mal nach, im althochdeutschen Wörterbuch. Ja. Und das begeistert mich natürlich dann in dem Augenblick. Ja. Gut, schönen Dank für heute. Wir haben wahnsinnig überzogen. Wir sind der Gottschalk heute hier, glaube ich.
8 Minuten überzogen, gnadenlos. Naja. Aber wir haben ja gar nicht gesagt, wie lange es dauert. Wir sagen immer nur, wann es anfängt. Ja. Meine ja. Kinder werden es die werden auf dich warten. Auf mich warten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schönen Abend. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Ja. Ja. Tschüss.